Hallo Leute und damit herzlich willkommen zum fünften Tag in New York. Und ja, ihr habt es gestern gesehen, da wo ich gestern aufgehört habe, fange ich heute wieder an, und zwar in der Grand Central Station. Hat leider nicht so ganz funktioniert mit dem Aufnehmen vorhin, deswegen mache ich das Ganze jetzt nochmal. Ja, wir sind jetzt im Grand Central Station, es schaut mega geil aus, ich drehe euch mal um. Ja, so schaut es hier aus. Und dann werden wir jetzt noch mal schauen, ob wir irgendwo die Haupthalle finden. Da müssten wir jetzt eigentlich direkt drauf zukommen. Und ich glaube, ich sehe es jetzt sogar schon. Da kann man nämlich auch ganz cool fotografieren. Ja, wer die Fotos gerne sehen will, die hier entstehen oder entstanden sind, weil wenn der Vlog kommt, bin ich ja schon lange wieder in Deutschland, der kann gerne mal unten in die Videobeschreibung reinschauen. Dort ist ein Link zu meinem Instagram-Account. Und ja, dort gerne mal folgen. Liken, Bilder anschauen, und wir schauen uns jetzt die Grand Central Station an. So Leute, wir haben die Haupthalle gefunden von der Grand Central Station. Es ist einfach nur heftig, es ist richtig krass. Vor allem, es schaut von außen relativ unscheinbar aus. Wenn man dann allerdings hier drin ist, dann ist das eine ganz andere Sache. Ich drehe euch jetzt wieder um und dann könnt ihr euch selber mal davon überzeugen. Also das ist schon heftig. Ich habe schon gedacht, der Berliner Hauptbahnhof ist groß, aber das hier übertrifft es dann doch nochmal um einiges. Das ist richtig geil. So Leute, wir haben jetzt hier einen Haupteingang, da könnt ihr das ganze Ding nochmal von außen sehen. Also das ist schon ein richtig cooler Kasten. Ja, hier geht auch eine Brücke drüber, keine Ahnung, wo die Brücke hinführt. Aber ich glaube, die führt da entweder dran vorbei oder oben drüber. Hier ist auch noch eine richtig tolle Statue. Ja, gut, dann haben wir Grand Central Station auch gesehen und jetzt schauen wir mal, wo es uns weiterhin verschlägt. So Leute, wir sind jetzt wieder raus aus der Grand Central Station, laufen jetzt nochmal zum Central Park. Dann machen wir heute alles, was irgendwie Central im Namen hat. Und ja, da wollen wir nochmal durchschauen, wollen uns das nochmal ein bisschen genauer anschauen und haben noch ungefähr 10 Blocks vor uns. Naja. Schauen wir mal und dann sehen wir uns im Central Park wieder. Wir sind jetzt mittlerweile wieder im Central Park angekommen und ich finde es halt einfach absolut geil. Ich wusste nicht, dass hier so Gesteinsformationen sind. Aber schaut euch das mal an. Das schaut halt schon richtig geil aus. Ja, hier haben wir so einen kleinen See mit einer Steinbrücke. Und das ist halt mitten in der Großstadt. Das ist halt schon sehr, sehr geil. Hier stehen noch überall so Polizei-Container rum, nenne ich es jetzt einfach mal. Da ist Licht dran. Also das ist schon echt cool. Ich könnte jetzt mal versuchen, da hochzukommen. Das probiere ich jetzt auch mal, weil dann könnt ihr nämlich mal von da oben einen Überblick genießen. Also wenn er jetzt nichts mehr hört, dann bin ich abgestürzt und ja. Was schaust du so doof? Ich frag
warte, bis du fertig bist. Ach so. Und beobachte die Fische. Ach so, die Fische beobachtest du. Stimmt, das sind Fische. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man die erkennen kann. Thank you. Aber ich finde es halt einfach absolut geil, wenn man hier die Skyline von New York so sieht und man ist hier mitten im Grünen. Das ist schon... That's New York, maybe. Richtig geil. So, also ich werde jetzt mal versuchen, da hochzukommen. Und dann sehen wir uns da oben wieder, hoffentlich. So, also die Hälfte haben wir schon mal. Die Hälfte haben wir schon mal. Ich komme hier gerade hoch, vor wie in den Alpen. Aber ich glaube, es lohnt sich. So, Top of the Rocks, wir haben es geschafft. Da unten kann man auch die Brücke noch mal genau sehen. Also es ist schon richtig, richtig, richtig cool. Gut, der Himmel ist heute nicht so geil, weil komplett bewölkt, nur weiß. Aber es ist trotzdem irgendwie cool.
Ja, Leute, schönen guten Morgen. Anderes Video, gleiches Problem. Ich habe gestern in der ganzen Hektik vergessen, wieder die Abmoderation zu drehen. Wir waren gestern Abend noch eine Pizza holen und sind dann bei strömenden Regen und Gewitter und allem drum und dran Richtung Unterkunft gerannt. Ja, da ist die Abmoderation etwas untergegangen. Deswegen halt jetzt. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr so ist, gerne einen Daumen nach oben geben, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Den Kanal auch gerne kostenlos abonnieren. Die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Ja, dann würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Tag 6, glaube ich, müsste jetzt als nächstes kommen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.